Destillation von Rotwein mit dem AK-SYS-Schüler-Übungssystem. Ich habe aufgebaut einen Alchemisten, einen Magnetrührer mit beheizbarer Platte, einen Thermoblock, in dem ein Gefäß mit bereits 10 ml eingefülltem Wein steht, dann einen Kühler und einen Temperaturfühler, der an den Alchemisten angeschlossen ist. Zum Rühren stecke ich einen Rührfisch in das Gefäß und schraube den Deckel auf. Jetzt lasse ich Wasser in den Kühler. Um eine Temperaturmessung mit dem Alchemist aufzuzeichnen, gehe ich im Menü auf Datenreihe aufnehmen. Ich messe die Temperatur mit dem Temperaturfühler 1 über die Zeit mit einem Zeitintervall von 5,0 Sekunden und drücke dann auf Datenreihe messen. Um den Heizblock aufzuheizen, stelle ich ihn erst auf 250 Grad, um eine schnellere Aufheizkurve zu erreichen. Da die Temperatur fast 100 Grad erreicht hat, wechsle ich erneut die Vorlage. Nun, nach ca. 1500 Sekunden, stelle ich die Apparatur aus und beende die Messung. Im Menü unter Datenreihe anzeigen und beim Drücken auf Grafik sieht man den entstandenen Graphen. Die einzelnen Fraktionen sind bis 90 Grad, ab 90 Grad und bei mehr als 99 Grad. Alle in eine Urglasschale. Und teste nun, ob sie brennbar sind. Das letzte brennt nicht. Das vorletzte brennt auch nicht. Das erste die Apparatur zur fraktionierten Destillation ist die gleiche wie bei der einfachen Destillation, nur um ein Hempelrohr erweitert. Ich führe nun wieder die gleiche Destillation durch, nur diesmal mit einem Rohr gefüllt mit Raschigringen. Ja. Da die Temperatur jetzt ungefähr 90 Grad erreicht hat, wechsle ich die Vorlage. Nun fast dabei ist, 100 Grad zu erreichen, wechsle ich erneut die Vorlage. Diese Datenreihe ist diesmal entstanden. Außerdem in den Gefäßen bis 90 Grad, bis 100 Grad und bei 100 Grad. Sag mal, was ist im Graphen? Beim Graphen kann man sehen, dass die Kurve sprungartig bis 78,2 Grad in etwa geht, der Siedepunkt von Alkohol, dann bis 100 Grad, der Siedepunkt von Wasser.